aus, weil ich selten da. Was macht der, Bruder? Ich verstehe das nicht, was der da gerade, was macht der da? Ich war im Knast, da ist das Video. Hä? Hier auf diesem Boden, damit. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Das letzte Video von Mois war ein bisschen cringe. Welches? Diese Hang-Challenge? Ich glaube, das war das letzte, was ich gesehen habe. Diese Hangy-Vibes, wo die sich einfach aufgehängt haben. Und dann pro Minute irgendwie einen Euro gekriegt haben oder 10, weiß ich nicht genau. Irgendwas war. Das war, glaube ich, das letzte Video auf seinem Kanal, oder? Nee, das neueste, wo er diesen Deal macht, habe ich nicht gesehen, Bro. Alhamdulillah, heute 3 Millionen Euro verdient, Mois. Digga, das ist neu, ne? Vor 4 Tagen, ich war im Knast, Alter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich check das mal ab, Freunde. Interessiert mich persönlich. Kann man vielleicht auch bei YouTube hochladen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Neues Video. Geiles Intro, ne? Ja, ha. Was macht der, Bruder? Ich verstehe das nicht, was der da gerade. Was macht der da? Ich war im Knast, da ist das Video. Hä? Mein Kopf explodiert. Es ist viel zu viel passiert. Oder ist es einfach nur Promo-Move, Bruder? Wegen jetzt Mucke pushen oder was, Digga? Bevor wir uns verlieren, wir ist ein Ekleid, das am Neid. Warst du nicht im Knast? Ich hab 3 Monate lang nicht ein einziges Video verdient. Gar kein Geld, Junge. Wieso setzt du dich in mein Auto? Das sind 100.000 Euro, ich hab keinen Plan, wer du bist. Das hat mir echt diese WhatsApp-Gruppen-Vibes gegeben. Was du überhaupt? Jassi, Bruder. Wohin willst du? Königsallee. Das ist dem seine Mucke, ne? Entschuldigung. Ja. Womit verdienen Sie Ihr Geld? Mein Geld? Mit Scheiße labern. Solltest du auch tun. Verpiss dich. Ich schwör's euch, Freunde, ich hab nichts verstanden, Digga. Gar nichts. Gar nichts. Nicht mal den Song. Ich hab nichts verstanden, Bro. Egal. Daumen nach oben, Bruder. Einfach weil du aus dem Knast raus bist, Digga. Ich küsse dein Herz. Wäre geil, wenn du mal auf meine Interviewanfrage reagieren würdest. So, was ist hier das neueste Video? Alhamdulillah, heute 3 Millionen Euro verdient, Mois. Was macht der jetzt? Der macht jetzt, was macht denn der jetzt, Bro? Der nimmt uns alle hops, wa? Und der schiebt jetzt Filme, Bruder. Knastding, wie sagt man? Knastpsychose, Bruder. Mois, jo. Kannst du ein Foto mit dir machen? Ja, klar, Bruder. Mit Namen oder so. Der macht jetzt russische Mucke, wa? Gemmo, was geht, Bro? Ist gut? Heute ist ein großer Tag für die VI, für jeden Einzelnen. Weil wir werden uns heute erweitern. Wir haben ab sofort eine ganz große Nummer unter unserem Fittich. Ich biete... Abgesehen von uns, meinst du? Abgesehen von uns. Also noch eine Nummer dazu. Viel, viel krasser. Ich muss dafür in Vorkasse treten. Okay. Ich werde schon... gute Summe, okay. Aber diese Person wird uns... Bro, ich bin einfach nur verwirrt. Richtig nach vorne pushen. Mhm. Seine Reichweite, unser Know-how, das andere ist die andere Liga. Wird
gab es bis jetzt noch nicht, wird es auch nie wieder geben. Wenn ich... Ja, denke ich auch, Bruder. Da schreibt gerade einer, er ist vor kurzem rausgekommen, deshalb trollt der gerade ein bisschen, aber wird safe bald wieder ernst und real durchstarten. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, der trollt uns hier gerade, das ist definitiv Fakt. Wie es weitergehen wird, weiß ich nicht. Vielleicht kommt auch irgendwas ganz anderes auf euch zu. Weißt du, was ich meine so? Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sagt er jetzt, ich höre jetzt auf mit YouTube, ich bin jetzt russischer Rapper oder so, weißt du? Dass er diese Situation jetzt nutzt für Neubeginn oder irgendwie so. Keine Ahnung, Bruder, wir gucken uns das Video einfach mal weiter an, gucken, was da passiert. Ich hoffe, du bist nicht schockiert. Knapp 3 Minuten. Gemmo sagt gut, schlecht, beides. Danke der Nachfrage, Großer. Ich küsse dein Herz, Bruder. Um 50% seines Geschäfts in unserem Geschäft zu integrieren. Das heißt mit anderen Worten, seine Seele wird zu 50% aus. Und die VI? Der guckt einfach in die Kamera kurz, hast du gesehen? Seine Seele wird zu 50% aus. Jetzt. Und die VI? Da. Bro, das müssen wir noch üben. Wächst. Jede Filiale, jeder Mensch, jede Yacht, jede Immobilie, jede Finanzierung wird dadurch umso stärker. Aber genau das sind doch die 4 A's. Das. Genau das sind die 4 A's. Geben und nehmen, nehmen und geben. Ganz klar. Du weißt doch. Der kommt gleich. Ich stelle ihn dir vor. Ja. Sei einfach so, wie du bist. Also einfach so wie immer. Also genau so gut. Also okay. Sei einfach du. Okay. Sei einfach. Okay. Oh, gut. Tür. Ja. Mois ist da. Ja, kann rein. Hi. Versprochen im Anzug, sehr gut. Das ist Raphael. Willst du entsprechende Summen geben? Raphael, hi. Raphael? Schönen Abend. Ganz kurz, Raphael. Hi. Wir kennen uns ja. Du bist was? Aber wir kennen uns nicht. Nein. Ich hab gehört, du hast schon so ein bisschen was auf dem Kasten, gerade von Essen. Ich kann ein bisschen verkaufen, aber nicht viel. Okay, ein bisschen? Bisschen. Definition von bisschen? Moment. Okay. Lass sie. Die Definition. Das ist ein bisschen? Ja. Dann zeige ich dir, was viel bedeutet. Zeig. Viel bedeutet, dein Herz hier zu lassen, deine Seele hier zu lassen. Hier auf diesem Boden, damit... Okay. So jubeln kannst. Das ist viel. Komm mir nicht mit Bizeps, Mann. Kurva, Junge, beste ist Mann. Das ist schön arbeiten, Junge. Guck mal, ich mach dich zum Größten, wenn du eierst. Was bin ich denn mit dabei? Was bin ich denn mit dabei, Junge? Was ist da los, Digga? Hier, hier. Was geht, Bruder? Hier, komm, üb. Ich will gar nicht so. So. Ja. Komm. Ja. Komm in die WhatsApp-Gruppe, Digga. Alter, ich muss nur das auch sagen. Wie heißt der nochmal? Raphael. Mois, Mois, Raphael. Ich habe das Gefühl, als ob ich dich immer kennen würde. Ehrlich? Weißt du warum? Du bist nicht hier jünger wahrscheinlich. Okay, nein, ich muss einen Kaffee holen. Bring mir direkt einen Schnaps mit. Bring mir direkt einen Schnaps mit. Genau so, direkt zeigen, was du drauf hast. Ja, ich hab dich geschickt. Mit geschäumter Milch, bevor ich ausraste. Nee, du rastest es nicht aus. Du sagst. Bevor Raphael ausrastet. Ja! So. Mach einfach Filme auf uns. Okay. Jetzt mal so ein bisschen ruhiger. Also, ich bin Alim. Ich mach so ein bisschen nebenbei YouTube. Als ich auf YouTube ankam, habe ich gemerkt, okay, diese intelligente Scheiße zieht nicht, also so wie wir eigentlich sind. Das checkt niemand. Nein, es ist zu niemand. Hoch. Genau. Du bist nur unauffällig männlich. Wer ist das? Wer ist Blub, kennst du? Verona Feldbusch, Bruder, der kommt aus der Generation. Hättest du Katzenberger gesagt, der hätte es gecheckt. Wir sind Blub, Junge. So, auf jeden Fall, guck mal, das Ding ist, ich musste mich für Sachen schämen, wie mein Auto zu fahren. Warum? Keine Ahnung. Es ist ja unmöglich, mit YouTube dieses Geld zu verdienen, um die Sachen zu holen, die ich habe. Und jetzt sieht er, hat er gesehen, dass man in der Immobilienbranche, so wie wir arbeiten, doch sehr viel mehr Geld verdienen kann. YouTube lohnt sich nicht mehr. Aber wenn du bei uns hier anfängst, das was du... Moment mal, bevor wir weiterreden, wie viel? Wie viel was? Ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben. Er wusste ganz genau, du gefällst mir. Du wusstest genau, worüber ich rede. Natürlich und das. Weiß ich. Okay, wie viel? Das ist wirklich jetzt, ich mag euch alle, aber ja, ich habe in der Vergangenheit gelernt, es gab keine Verträge. Es muss Verträge geben. Ganz genau. Deswegen machen wir das so. Alles strukturiert, alles schriftlich, vertraglich, alles festgehalten. Ich weiß, du bist ein Freund von Bargeld, aber ja gut, ein bisschen Kleingeld.
ist kein Thema. Ich hab schon ein bisschen Angst gehabt. Das ist... Aber hör mal, Psychologie ist schon was Geiles. Er sagt Bargeld, dein erster Blick geht da drauf. Ja, ich dachte die ganze Zeit, Moment mal, das ist meine Dings, Instagram-Story. Rafa, du sollst dich alles verraten. Ja, Mann, bisschen, ich wollte dich ein bisschen testen. Komm, hau raus jetzt, um was geht's hier? Du denkst, aber ist alles natürlich denke ich mit, aber das Bargeld, was ich mir vorstelle, kann nicht auf diesem Tisch liegen. Genau, deswegen das war ich. Machen wir das folgendermaßen. Damit ich habe noch nie einen Scheck gesehen. Ja, das ist ein Scheck. Das ist ein Scheck. Ich hab nicht mal einen Pass! Ich hab nicht mal einen Pass! Egal, aber ein Scheck! Wie ein Scheck! Ich hab keinen Pass, ein Scheck! Was ist wichtiger? Oh shit, Tufan ist auch da, was geht, Bro? Das haben draußen alle, aber keiner hat Schecks. Du hast Schecks, aber kein Pass, Junge! Jeder wäre in deiner Situation der Beste! Ja! Ja! So, setz dich, jetzt wird ernst. Konzentrier dich. Die machen mich fertig, Bruder, ich verstehe null. Erster Tag, was für ein Eindruck. Ich behämmer, du behämmert okay, und er will Geld machen. Also, komm. Okay. So, ich bin dafür da, um Struktur in deine Welt, in deine Geschäftswelt einzubauen. Deswegen, wir haben vorher gesprochen, ich nehme 50% von allen Einnahmen, die dir zustehen. Dafür kümmere ich mich darum, dass das auch tatsächlich funktioniert, dass du Struktur hast, dass du offiziell sehr viel Geld auf deinem Konto hast, damit du deine Yachten kaufen kannst bei uns, damit du die Immobilien kaufen kannst, neues Haus bauen kannst und so weiter. Du wirst hier viel, viel mehr Geld verdienen, als das, was du dir jemals vorgestellt hast. Das verspreche ich dir. Und dafür schreibe eine Zahl auf. Diese Zahl ist in Dirham, weil du ein Konto in Dubai bekommst und auf diesem Konto wird das Geld auch tatsächlich dir gut geschrieben. Dubai-Filme, hä? Das heißt, das, was ich hier schreibe, musst du geteilt durch ungefähr 4 nehmen. Das ist der momentane Wechselkurs, ungefähr. Schreibe die Zahl auf. Geteilt durch 4 wären das 3 Millionen Euro. Wenn das für dich in Ordnung ist, lasse ich den Vertrag aufschreiben und morgen notariell beurkunden. Okay. Wenn du, guck mal, ich sag dir ehrlich, es ist sehr lustig begonnen, weil ich den Mann hier sehr irgendwie zu mögen scheine. Wie gesagt, YouTube war eine krasse Möglichkeit, man hat sehr viele Menschen kennengelernt und so. Mhm. Und es ist ja eigentlich Verkaufen. YouTube ist ja Verkaufen. Du musst jemanden mit deinem Wort dazu bringen, dir einen Vertrag zu geben, dass er dir zuschaut. Du hast nicht mal so eine Immobilie oder Yacht oder irgendwas, weißt du? Und ich musste es lernen, in einem 20 Quadratmeter Zimmer in Österreich mein Wort zu verkaufen. Millionen Mal gemacht, insgesamt mit diesen Abonnenten. Es ist aber nicht mein maximales Potenzial, weil das ist auch nur Verkaufen. Aus dem Grund sitzt du hier. Genau. Deswegen sitzt du hier. Ich habe mich wirklich irgendwann gefragt, so wie wäre es zum Beispiel, wenn jemand, der so eine Reichweite hat, wirklich auch andere Sachen macht und nicht nur mit YouTube sein Geld verdient. Wie wäre es, wenn ein Zuschauer quasi dir zuschaut, wenn er weiß, Bro, der hat sich einfach gestern eine Yacht geholt und das kann man mit YouTube nicht finanzieren. Sowas will ich halt lieber gucken, weil wir haben schon Abonnente. Also ich sage dir das ehrlich, wenn wir das... Also den letzten Punkt habe ich nicht so richtig verstanden, aber den Punkt vorher fühle ich auf jeden Fall, dass es noch andere Potenziale in anderen Bereichen gibt, wenn du es geschafft hast, dir auf YouTube Reichweite aufzubauen und ein gewisses intellektuelles Level hast, dass du auch in ganz anderen Bereichen, vor allen Dingen auch mit der Reichweite, noch ganz andere Business Opportunities hättest. So. Ob da jetzt ein Typ auf YouTube ist, der sich eine Yacht gezogen hat, das juckt mich persönlich jetzt weniger. Machen, dann will ich einfach eine sehr große Zukunft bauen. So, als ob ich ein ganz normaler Mitarbeiter wäre. Genau so wird das auch sein. Und ich sage nochmal von vorne, alles, was dir gehört, gehört zu 50% mir. Damit wichtig. Meine ich, genauso wie dein YouTube, dein Instagram und so weiter, deine Musik natürlich, die Rapper, die bekommen alle eine Struktur, die bekommen alle saubere Verträge und die Klamottenmarke Patwai. Und das, ich muss ehrlich sagen, da hast du noch sehr, sehr viel Potenzial und du kannst viel mehr rausholen, vor allem über diese Klamottenmarke. Ist es jetzt ernst oder was, Digga? Also ist es jetzt wirklich ein neues Management für ihn, die auch jetzt so Immobiliengeschichten und so eine Geschichten machen oder was läuft hier? Jetzt am Ende hört sich das schon so an, als ob die quasi den Mois einfach schlucken, also als Firma. Mois schlucken und sagen, okay, der ist jetzt
der gehört jetzt uns quasi, 50% abdrücken von allem, was er tut. Dafür kümmern wir uns um die Sachen, die er bis jetzt schon gemacht hat und auch um Projekte, Immobilien, also adden nochmal neue Projekte dazu. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war? Dafür sind wir da. Klamotten sind cool, ich habe ein paar Sachen gesehen. Klamotten sind cool. Ja, wirklich cool. Also selbst so ein... Oder ist es halt einfach komplett, einfach nur ein Prank und er sagt, Jungs, ich keine Ahnung, ich wollte irgendwie was machen. So, ich habe mir überlegt, so auf doof. Jetzt kommt ein neues Album. Oder keine Ahnung. Police. Aber ich sag dir ehrlich, ich kann mir schon vorstellen bei Mois, dass er so einen Move macht. Definitiv. Mit über 40 würde ich auch tragen. Jetzt Leute werden Herzinfarkt kriegen wegen 3 Millionen Euro. Aber es ist einfach, Leute machen 5 Songs in einer Nacht, wir werden 3-mal Millionär. Also. Ohne Vorschüsse. Das ist das Ding. Aber nicht mal das, sondern die Möglichkeit, sich selber zu beweisen, dass man trotzdem einfach ein Verkäufer war. Nicht wahr. Ist. Ist, genau. Ist. Weil heute beginnt der neue Zustand. Genau. Der heute beginnt der Ist-Zustand. Genau. Ich werde Leute totflexen mit Autos. Aber der nicht gönnt, wird gefickt. Und der gönnt, kriegt das Doppelte. Gibt es eine agile? Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall, ey, wenn das stimmt so und wenn das so in die Wege geleitet wird, ich gönne ihm das auf jeden Fall. Mich würde nochmal interessieren, was da genau was da los war jetzt mit Knast, Mast und so. Aber wenn das so die Sache ist, wenn er jetzt da neue Business-Moves macht und so, warum nicht, Digga? Sei ihm gegönnt auf jeden Fall. Viel Erfolg bei der Nummer, Alter. Viel Erfolg bei der Nummer. Da drücke ich da die Daumen, Junge. Drücke ich da die Daumen. Yes, das war's gewesen. Das laden wir auch hoch auf dem zweiten Kanal. Moise denn, man. Wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, falls du es wirklich so durchziehst. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Yes, sir. B und Nick, dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.